Schlüssel hier rausgeholt. Aber keine Autoschlüssel. Da ist ein Autoschlüssel. Mhm. Ja, vielleicht wird hier jemanden besuchen hier oder was? Oder vielleicht wohnen die Eltern hier oder Freunde von ihr. Nee, glaub ich nicht. Ich dachte, die wohnen bei dem Schwiegersohn, unser Auftraggeber. Ja, ja, ich sag ja. Vielleicht. Aber die schließt damit auf. Oder sie hat vielleicht noch eine andere Wohnung. Kann auch sein. Also was wir jetzt machen, wir werden jetzt mal ein Fotoapparat mitnehmen. Da sehen wir jetzt mal gucken, was da alles auf die Klinge oder auf den Briefkästen da draufsteht. Wir haben bisher gedacht, dass die halt mit dem Mirko zusammen wohnen. Jetzt haben wir gesehen, dass die hier mit dem eigenen Schlüssel in ihr Haus reingegangen ist. Ja, was das soll, das müssen wir jetzt auch mal nicht so ganz. Engel, warte. Da steht der Nathalie Ziegler und Philipp Lamberg. Meinst du, das ist ja der Freund? Tja. Könnte sein, oder? Ich dachte, die würden mit Mirko zusammen wohnen. Das frage ich mich auch. Ja, also pass auf, den Namen hier, Philipp Lambert, den checke ich jetzt mal durch. Da wird ja nicht so viele Lambert gehen auf die Straße, ne? Das war ja schon komisch, dass die Frau Ziegler aus ihrer Wohnung rausziehen musste, wegen Eigenbedarf des Vermieters und zu Mirko gezogen war. Ja, und da kam noch was ganz anderes ans Tageslicht. Während der Privatermittler in den letzten beiden Stunden vor dem Mehrfamilienhaus ausgeharrt hat, war seine Frau zwischenzeitlich in der Detektei und hat sich um die Recherche gekümmert. Pass auf, ich habe diese Philipp Lamberts überprüft und er ist hier mit der Nathalie Ziegler in diese Wohnung gemeldet. Beide. Also ist sie doch nicht rausgeflogen. So, ist also doch eine schwarze Bildung, oder? Aber was anderes, hast du noch mehr über den Lambert rausgefunden? Das ist der einzige. Also, der ist am 14.07.81 ist der geboren, vom Beruf Leiter. Also, vom Alter her ist der jetzt 31. Ja, und das könnte durchaus sein, dass es ein weiterer Freund von dir ist. Ja. Ja, guck mal, da kommt ihr Nachbar. Ja, dann gehen wir mal hin. Ja, horch mal die Runde. Da muss ich mir auf die Schnelle was einfallen lassen, um so an Informationen über unsere Zielperson zu kommen. Hallo. Kann ich Sie noch was fragen? Hallo, was gefällt? Ja, und zwar, ich habe eine Frage. Hier sollte eine Wohnung. Ich bin zurückgekehrt. Bitte meine Mutter zu entschuldigen. Wenn Sie einen Schlüssel hinter meiner Vergangenheit zu ziehen, dann genau die Aktion, das sehe ich nur noch. Das muss noch passieren. Er und seine Mutter überhaupt nicht gut auf sie besprechen werden. Wie können Sie dann da hingehen, wie ein Sohn der Frau oder der Familie von mir selber zerstört hat? Atmosphäre wird uns verändert.